Ich möchte euch heute mal den Chicken River Parcours vorstellen. Das ist mein Gelände und ich schieße hier mit 7,5 Joule Luftgewehr, Luftpistole, CO2 Waffen. Also die Obergrenze ist maximal 7,5 Joule. Das ist befriedetes Besitztum und ist polizeilich genehmigt. Bei mir darf man als Gast schießen, wenn man sich an die Regeln hält und eine private Haftpflichtversicherung besitzt und mindestens 18 Jahre alt ist. Der Chicken River Schützenverein, wenn man so nennen will, wurde am 1.1.2015 gegründet. Wir gehören zum BDS und schießen hier die 7,5 Joule Spaßdiszipline und natürlich alles, was Spaß macht, beim BDS, diese offizielle Diszipline, Großkaliber, Kleinkaliber, Pumpgun, alles, was Spaß macht. Training ist für mich, ich bin auch noch im Deutschen Schützenbund und im Verein in Hauenstein. Dort trainiere ich die Waffen, die eine Erwerbsberechtigung benötigen. Das kann man natürlich hier nicht schießen. Außerdem gibt es bei uns noch die Trainingsmöglichkeit in Philippsburg. Ab und zu gehe ich nach Appenhofen, 100 Meter schieße, aber inzwischen kann ich das auch da machen. Ich habe auch da 100 Meter Bahn. Was ich im Moment ein bisschen fördern möchte, ist die neue Disziplin. Die habe ich mal ganz einfach erfunden. Das ist JS, die Abkürzung für Jagdsimulation. Ist nichts Neues. Es ist eigentlich viel Target und Silhouette schieße, Metallsilhouette schieße in einer Disziplin. Warum ich sowas mache? Ich selbst bin Rentner und die Kohle, Money, ist nicht so toll. Es reicht nur gerade so zum Leben und ein bisschen Hobby. Ich kann mir jetzt kein Gewehr leisten für 2000 Euro und dann noch ein Zielfernrohr, was so knapp 3000 kostet. Das ist mir eigentlich viel zu teuer. Und auch wenn ich Geld übrig hätte, glaube ich nicht, dass ich mir das kaufen würde. Ich habe die ganze Zeit diese Rittergläser geschossen. 10 bis 40 mal 50, da kostet so ein Glas um die 160, 170 Euro. Noch eine Montage dazu, dann ist man bei 180. Und gute 300S kriegt man, naja, zwischen 200 und 300 Euro. Das sind ehemalige Matchwaffe, absolut für den Sport geeignet. Oder die nächste Generation, die 600er Reihe, 601, 602, 603. Ich habe noch eine 601, super präzise, kein Rückschlag, ist der Komprimierer. Das will ich alles einbauen
in diese JS-Geschichte. Es geht von 8 Meter bis 40 Meter. Es wird auf die Field-Target-Ziele geschossen und auf die Metallsilhouette, die Originalteile. Eventuell bewegliche Ziele, also nicht so übertrieben wie beim GLS, sondern ein Ziel oder vielleicht zwei Ziele, wenn man im Wettkampf ist, dass ein bisschen Abwechslung ist. Also ich finde das interessant, weil es zwei Disziplinen sind und es ist mehr Action und man muss den Gelbbeitel nicht so weit öffnen. Und vom Können her, was so verlangt wird, bis 40 Meter, das ist schon ausreichend. Also man muss schon schießen können. Es macht mir viel Spaß. Ich hoffe, ich finde ein paar Gleichgesinnte. Und dann gibt es die neue Disziplin JS. So, ich zeige euch jetzt mal mein Parcours, was ich da aufgebaut habe. Gehen wir mit der Kamera durch. Ja, und dann sieht man weiter. Das ist der Eingang vom Gelände. Da oben steht mein Auto. Das ganze Gelände war so zugewachsen mit Dornen, wie man es hier noch sieht. Das sind noch die Überreste. Also hier geht's zum Schießplatz. Bisschen Sichtschutz. Muss nicht gerade jeder sehen, was wir da machen. Aber es ist kein Geheimnis. Da ist noch ein recht zusammengedörrt. Der Haufen war mal ungefähr diese Höhe. Da lebt jetzt ein Hamster unten drunter. Ich habe genau 20 Lanes. Mit angrenzender Liegewiese. Und Rentnerbank. Die Lanes gehen alle in Sitze. Hier nicht. Hier ist stehend nur möglich. Deswegen bleibt der Haufe auch. Die Palette sind zum Koffer ablegen oder was man sonst noch so bei sich hat. Ich schieße hier auch Jagdbogen. Es ist zwar nicht mein Bogenplatz, aber ich habe mal ein paar Ziele dahergestellt. Kann ja nicht schaden. Und das ist die Richtung, die man hier schießen kann. Also das ist jetzt von ganz rechts. Das kann man dann vollstellen mit viel Tageziele. Das sind die Sachen, da kommen die Metall-Silhouette rein. Da hängt jetzt was zum Trainieren. Das Schwein. Da stehen noch ein paar alte Ziele, die waren früher bei mir im Garten. Bogenziel. Also immer noch von rechts.
Rohrwackeligkeit. Das ist jetzt vom stehenden Platz aus. Da hängt jetzt zum Beispiel ein Löffel. Das sind die Stände für die Metall-Silhouette-Pistole. Bogenziel, Pendel. Meter. Also nicht von da. Ich drehe mich jetzt mal um 180 Grad rum. Das kommt noch dazu zum 100 Meter Schuss. Da ist der Abschussplatz. Silhouette. Gewehr. Bogenziel, Zieltarget, Pendel, Zieltarget, Pendel, Pendel, Bogenziel, IT Bogenziel, Bogenziel, dahin Bogenziel. Bis daher sind es 50 Meter. Also von dem Stand, wo ich jetzt stehe mit der Kamera. Am Baum hängt ein Löffel, hinten dran Bogenziel. Pendel. Ja, da sind die 40 Meter Silhouette für die Widder. Da hängt einer zum Training. Der Turkey. Die Turkey sind dann da drin. Das ist der Platz für die Schweine. Da hängt das Trainingsschwein. Und das ist der Hühnerstall. Und jetzt wow, wunderbar. Jetzt auf die Nummer 3.
Jawohl, ja. Freude, Freude. Ja. Wunderbar. Stopp. Drei, zwei, eins, Start. Neun. Neun. Alter. Respekt. Drei, zwei, eins, Start. Ja, meine Lieblingsfinale. Achtung. Bereit? Bereit. Drei, zwei, eins, Start. Das war jetzt viel. Das Gewehrle dürfte es bekannt sein. Es gibt nicht viele von der Art. Jetzt wird so mancher wieder lachen. Dieses Gewehr wurde im Werk so produziert. Es hat den Lauf von einer 601. Ist aber ein 300S Universal. Für die JS-Geschichte habe ich mein Ritterglas 10 bis 40 mal 50 abgebaut und habe so No-Name-Glas. Da steht noch nicht einmal Made in China drauf. Also es steht nichts drauf. Aber ist ein ganz geiles Gläsel für das Geld. Bin ich sehr zufrieden. Hab die 100 Meter mitgeschossen. Kostet 48 Euro. Die Montage kostet
22 Euro. Wie lang das Teil hält, also die Montage halten, die sind aus Stahl, richtig gut. Aber das Gläser, wie lang es hält, wird sich rausstellen. Da kann ich jetzt noch nichts drüber sagen. Also bis jetzt bin ich total zufrieden. So Leute, jetzt komme ich zum Thema. Das tut mir eigentlich im Herz weh und passiert mir immer wieder. Irgendwann ruft jemand an und ist ganz begeistert. Hey Kurt, ich guck deine ganze Filme, ich bin ja so begeistert. Und so weiter, also die Leute begeistert. Du lernst sie dann kennen. Und es geht dann meistens eine Zeit lang gut, weil ich habe eine Allergie. Und zwar ist, ich nenne es die Warmluftallergie. Es führt dazu, dass ich eines Tages wahrscheinlich ganz allein bin oder nur noch eine Handvoll Leute habe, wo ich mich abgebe. Also diese Warmluft meine ich damit, wenn jemand irgendwas von sich gibt, hey du, das machen wir auch, und irgendwelche Verspreche in einer Bierlaune oder sonst gerade irgendwie aus Begeisterung dahergebabbelt. Und dann noch eine gewisse Zeit fragst du mal, ja, wie war dann das so? Du wolltest doch ach, oder du wolltest mir das besorgen, oder du wolltest das machen. Oder wenn jemand sagt, jawohl Kurt, ich schieße bei deinem Schießen mit, das war bei dem letzten GLS-Schießen, bei der vorhergehenden und bei der vorhergehenden acht, inzwischen waren es drei, da sind immer wieder so Typen dabei. Das ist die Warmluft. Das sind die Warmluftmenschen. Das, was da rauskommt, ist nicht mehr wie warme Luft. Weil sie die Sache, wo sie daher labern, gar nicht einhalten wollen oder können. Ich habe das in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt 63 Jahre, ich habe das noch niemals gemacht. Wenn ich sage, das machen wir so und so, oder ich komme, dann muss schon ein Weltuntergang stattfinden oder ich todkrank sei. Und dann rufe ich zumindestens dort an, halt dort mein Handy und erreicht eigentlich jeder. Jeder kann jeden erreichen. Und dann erwarte ich zumindest, wenn jemand mitkommen kann, dass er zumindest anruft, tut mir leid, ich kann nicht kommen. Die Gründe will ich gar nicht wissen, aber zumindest sage, dass er nicht kommen kann und mir nicht darauf warten. Das ist dann Warmluft. Und ich habe so tatsächlich eine Allergie und ich beende sofort die Bekanntschaft. Das Schlimme ist, du lernst vielleicht in der Zeit zwischendrin die Familie kennen, lernst die Kinder kennen, es ist fast eine familiäre Beziehung am Entstehen und dann kommt der Tag der Wahrheit und alles, was derjenige dann mal von sich gegeben hat, das war gar nicht so gemeint. Das war nur warme Luft. Das ist mein Fehler. Ich bin da ganz brutal und breche dann den Kontakt ab. Weil was soll ich mit Menschen,
die irgendwas sagen und es gar nicht meinen. Soll man doch immer jetzt, hör mal, ich mach dir das und ich mach dir das, und muss man dann sich das schriftlich geben lassen, ob das tatsächlich so ist oder ob er das nur daherlabert. Kann ich mich darauf verlassen, was der Mann sagt oder die Frau? Ist das die Sache, was da rauskommt, oder ist es nur Gelaber? Also leid, wenn er das nicht packen. Nehmen am besten keinen Kontakt mit mir auf, weil das endet immer mit Schmerz, wenn so jemand kennengelernt hast und dann ist auf einmal Ende. Der versteht vielleicht gar nicht warum, und es ist nicht okay so. Also man muss schon das, was man da rausbabbelt, muss man sich auch dran halten. Ich habe da meine Allergie und ich will nicht und kann nicht über diesen Schatten springen. So, das war's. Mehr habe ich da dazu nicht zu sagen. Also ich bin immer traurig, wenn dann solche Bekanntschaften beendet werden. Ja, da steht's. Eins von meinen Lieblingsgewehren. So, was ist dahinter? Hinter dem 100 Meter? Nix. Wildnis. Ungefähr 300 Meter, 400 Meter dichter, zugewachsener. Ja, Wald kann man es nicht so sagen, also es ist eigentlich so eine Mischung zwischen Dornen, Schlehe, Bäume bis runter. Man kommt also aufrecht nicht durch. Selbst wenn man sich auf den Bauch legt, ist schon problematisch. Ja, so ist es, und der Chicken River fließt. Er ist weniger geworden gegenüber dem Frühjahr. Ja, so ein Kaffeelöffel, der hängt bei uns auf 50 Meter. Ja, wo ist er? So, ich bin da an der 100 Meter Scheibe. Das ist der 12er Dritsche. So, von hier mal an die Abschussstelle. 100 Meter. Die ist da inne. So geht's da weiter. Überall Absperrungen, dass da keiner reitabt. Kommt eigentlich nichts. Wunderschönes Gelände. Also das Gelände ist größer, wie ich eingezäunt habe. Ich habe nur das eingezäunt, was ich brauche.
von der Sicherheit her, es gibt nichts, was 100% sicher ist. Aber man muss so weit wie möglich die Sache sicher machen. Hier stehen Kugelfang, ein paar Palette. Wenn da die Murmle mit 7,5 Joule ankommen, dann ist nicht mehr viel los mit Energie. Das bewegt dann den Löffel so. Wenn er ganz günstig getroffen wird, vielleicht dreht er sich einmal rum, aber ansonsten, die sind ein bisschen leichter, die drehen sich manchmal. Aber ins Auge können immer noch schwere Verletzungen entstehen. Und dann muss man halt als erwachsener Mensch so viel Verantwortung besitzen, dass man nur unter aller Sicherheit abdrückt. Also nur das, was man sieht. Und wenn ich irgendwo hinschieße, wo ich nichts sehe, dann bin ich ein Idiot. Das Geschoss darf in keinem Fall das Gelände verlassen. Hier sind Matten. Die Murmel werden dann von Zeit zu Zeit abgelesen. Da liegt jetzt eine außerhalb, die nehme ich jetzt direkt mit, also dass da nichts Umweltmäßiges passiert. Jo, das war's. Das ist der Chicken River Schießplatz. Soweit es geht, Sicherheit vorhanden. So, ich mache jetzt noch ein paar Schuss auf die Löffel und dann gehe ich heimwärts. Da kann man dann seinen Koffer ablegen. So, also Gäste sind bei mir willkommen. 7,5 Joule. Niemals auf irgendwas schieße, was lebt. Nachher da sind alles voll mit Vögel. Ja, die zwitschern. Die sind sehr zutraulich. Wenn ich so sehe, wird, dass einer versucht, auf den Vogel zu schießen, der würde diesen Platz nicht aufrecht verlassen. Dann würde ich sein Gewehr um den Hals wickeln. Na dann, Prost. Prost. Bis zum nächsten Mal.